Hausmeister hier schon wieder da. Ja, auch als Hausmeister habe ich immer noch irgendwas zu schwallern. Mir fiel mal letztens gerade auf, ich hatte ein Gespräch, ein privates, mit jemandem, der mir dann wieder von seinem privaten Gespräch berichtete mit Leuten, die von Chemtrails noch niemals was gehört hatten, die das Wort noch nicht mal kannten. Also da ist mir dann doch schon wieder klar geworden, wie weit wir von einer freien Presse und von einer ordentlichen Informationslandschaft entfernt sind. Dass weite Teile in der Bevölkerung immer noch, ich muss ja zugeben, wie ich auch lange Zeit. Also, aber ja, wir gehen in unserem ganzen Denkprozess immer von grundfalschen Voraussetzungen aus. Wir gehen zum Beispiel davon aus, dass die Presse frei wäre. Und dass deshalb ja so eine massive Beeinflussung der Bevölkerung, wie sie stattfindet, gar nicht stattfinden könnte. Diese Annahme ist grundfalsch. Die Presse ist nicht im Entferntesten frei. Nicht im Mindesten. Und wir werden damit gelenkt wie eine Herde Kühe zu dem Wahlergebnis, was gewünscht ist, mit den Toleranzen, die eben tolerierbar sind von der Obrigkeit, von der herrschenden Klasse. Denen ist scheißegal, ob AfD oder Linke oder CDU dran sind. Das ist denen völlig egal, weil die würden eh alle machen, was die ihnen sagen. Das ist genauso wie in Amerika. Da ist denen wirklich im Mächtigen auch völlig egal, ob da jetzt Clinton oder Trump gewinnt. Weil die Bedo auf ihrer Lohnliste stehen und deshalb ihr Projekt nicht gefährdet ist, egal wer gewählt wird. Ich habe ja gerade gehört, das sind die unbeliebtesten Kandidaten in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Das heißt, da wird jetzt der kleinste Haufen Scheiße ausgewählt. Da wird nicht ein beliebter Mensch aus der Bevölkerung zum Präsidenten gemacht. Nein, der jetzt die Mehrheit hinter sich vereinigt. Es werden zwei Arschlöcher aufgestellt, von denen man das weniger schlimme Arschloch wählen muss. Na, ist das nicht eine Bankrotterklärung für die Demokratie? Das ist so eine absolute Bankrotterklärung. Genauso wie das mit der freien Presse. So, denn gehen wir auch immer noch davon aus, dass die Regierung in irgendeiner Form an der Gesundheit der Bevölkerung und an Frieden in der Welt interessiert wäre. Das ist die nächste Annahme, die grundfalsch ist. Weil wenn die Wirtschaft laufen soll, dann müssen mehr Medikamente verbraucht werden, mehr Operationen durchgeführt werden und mehr Chemotherapien. Bei Krieg ist genau dasselbe. Wenn die Wirtschaft wachsen soll, muss mehr Munition zerschossen werden. Es müssen mehr Panzer zerschossen werden und mehr Hubschrauber abgeschossen werden. Damit eben immer wieder neue gekauft werden müssen. Anders wächst die Wirtschaft nicht. Wenn jetzt auf immer weniger Hubschrauber abgeschossen werden, weniger Raketen verbraucht werden und weniger Medikamente verbraucht werden, dann ist die Wirtschaft nächste Woche im Arsch. Weil sie sich das ja nicht leisten können, muss eben mal klar sein, dass die wirklich herrschende Klasse, die ja auch die ganze Wirtschaft betreibt und uns damit das Blut, die Energie und das Geld aussaugt, was ja letzten Endes alles aufs selber rauskommt, dass die kein Interesse haben an Gesundheit nicht, an Frieden nicht und an Energiesparen nicht. Weil deren Wirtschaft kann nur wachsen, wenn wir mehr Energie verbrauchen, mehr Krankheit produzieren, also mehr Medikamentenverbrauch, mehr pharmazeutische Notwendigkeiten. Und wenn wir mehr Munition verschießen und mehr Sachen zerschießen, die dann wieder aufgebaut werden müssen, weil das ist ja das andere gute Geschäft, erst kaputt schießen und dann wieder aufbauen. Ja, das muss eben mal klar werden. Wenn man das mal so sieht, dass diese Upper Class eigentlich nur ein Interesse daran hat, uns immer in die Eier zu treten, damit wir wieder neue Eiersalbe brauchen, dann wird auf jeden Fall ganz viel ganz einfach erklärbar. Da werden Zusammenhänge auf einmal logisch, die vorher völlig unverständlich waren. So, das war eigentlich schon das Wichtigste in Kürze, was man wissen müsste, um damit man nicht noch wie Meister Hörstel oder Ken Jebsen oder AfD Petri und wie sie alle heißen, ich meine, die verhandeln letzten Endes mit Verbrechern da oben. Wenn die sich jetzt da in die Politik einmischen und irgendwelche Verbesserungen erreichen wollen,
dann verhandeln sie da mit Verbrechern, mit Landesverrätern und damit stellen sie sich mit denen auf eine Stufe. Ich bin der Meinung, diese ganze oberste Kaste muss erstmal entsorgt werden. Damit denn mal vernünftige Leute vernünftige Gedanken diskutieren können. Und nicht immer irgendein Schwachsinn im Fernsehen läuft, der den Leuten suggeriert, oh, eure Ausländerfeindlichkeit vertreibt jetzt die Investoren aus Deutschland. Wenn die Wirtschaft in Deutschland jetzt in Arsch geht und wir keine Arbeitsplätze mehr haben, weder für uns noch für die Asylanten, dann liegt das am Ausländerhass der Bevölkerung. Das liegt nicht an den hohen Lohnnebenkosten, die die Politik seit 40 Jahren, 30 Jahren produziert. Nee, nee. Das liegt auch nicht an den ganzen Sozialabgaben. Also das sind ja die Lohnstückkosten quasi. Also dass die Unmöglichkeit besteht, in Deutschland überhaupt noch Gewinne zu erzielen. Also das ist alles nur noch Beschäftigungstherapie. Das ist nicht schuld, dass die Wirtschaft runtergeht. Also dass jetzt kein Schiff mehr unter deutscher Flagge läuft, das liegt am Ausländerhass der Deutschen. Dass alle Speditionen in Deutschland von ausländischen, also innereuropäischen, gefressen werden, weil die alle Billiger fahren, das liegt am Ausländerhass der Deutschen. Und dass Nokia seine Produktion erst nach Tschechien und dann nach China verlegt, das liegt am Ausländerhass der Deutschen. So klar müsst ihr das mal sehen, was euch für ein Schwachsinn erzählt wird und wie die Faktenlage ist. Also unsere Nachrichten sind im Moment schlimmer, als aktuelle Kamera damals war. So sehe ich das. Macht euch ja mal eure eigenen Gedanken und hört auf da diesen Christoph Hörstel, Wolfgang Brehm und Ken Jebsen zuzuhören. Die kauen euch nämlich nur ein Ohr ab und stehlen eure Zeit. Das ist wertvolle Zeit. Jeden Satz, den die schwallern, atmet ihr Partikel ein. Die lagern sich in eurem Gehirn ab und ihr werdet immer dümmer. Jeden Tag. Ich hoffe. In 2, 3 Jahren, 4 Jahren wird so ein Video nicht mehr möglich sein. Da werde ich wahrscheinlich nicht mehr wissen, wie der Einschaltknopf von der GoPro funktioniert. Geschweige denn, dass ich Auto fahren kann. Aber wir warten das mal locker ab. Bleibt ja sowieso nicht an. Also mir jedenfalls nicht. Ich mache ja schon, was ich kann. Ich mache ja Propaganda so gut, wie ich kann. Es wird bloß von YouTube ein bisschen hinterm Berg gehalten, deshalb sieht es ja gar keiner. Also ich meine, selbst wenn mir die Leute glauben würden, es sind ja nur 12, die gucken. Also insofern machen wir uns nichts vor, das ist schon nicht einfach. Aber wenigstens habe ich meine Dokumente geschaffen für danach, dass keiner sagt, ich hätte da irgendwo mitgemacht oder so. Oder meine Fresse gehalten. Weil das hat ja der Einstein damals schon gesagt, die Welt ist nicht gefährlich wegen den Arschlöchern und Verbrechern. Die Welt ist gefährlich wegen den 99,9% der guten Leute, die daneben stehen und sich die Verbrechen angucken und nichts dagegen tun. Da kann ich nur so bestätigen. Okay, manchmal liegt es ja daran, dass sie ja nichts wissen, dass das ein Verbrechen ist. Manchmal liegt es daran, dass es ihnen scheißegal ist. Und manchmal liegt es daran, dass sie einfach ignorant sind. Was ja dasselbe ist wie scheißegal. Okay. Ich fahre mal wieder ein bisschen Auto. Wir machen so wieder einen Präsidenten. Jawohl, Vasco möchte gewählt werden, damit er denn bei den Freimaurern wieder Hände schütteln kann und Daumen drücken kann und uns dann anschließend den Lebenssaft aussaugt. Das möchte Vasco machen und uns ein Ohr abkauen, dass wir die Arschlöcher sind. So wie in Deutschland im Prinzip. Die Bevölkerung ist das Problem. Hat wer hier gesagt? Gabriel, wer war denn denn der? Dass nicht die Regierung das Problem ist, die Bevölkerung wäre das Problem. Naja, da sieht man es schon. Okay.